Achte, so habe ich das noch nie gesehen. Ihr Abend bei Arte. Um 20.40 Uhr bewegt sich Pakistan zwischen Militär und Islamisten. In Thema. Um 22.45 Uhr begibt sich ein geschiedenes Paar auf eine schmerzhafte Reise in die Vergangenheit. Und um 0.25 Uhr gibt's eine Ménage à trois. In einem Kurzfilm aus Island. Arte. Vips geben Filmtipps bei Arte. Das Gesetz der Begierde. In dem Film Das Gesetz der Begierde geht eigentlich nur um die Liebe. Punkt, basta. Also so, du guckst den Film und du denkst, ah, demnächst wird das und das und das passiert. Und dann bringt dich das in eine komplett andere Kurve. So wie die Liebe. Genau so. Es bringt dich irgendwo hin. Und du kannst es nicht kontrollieren. Die Charaktere in dem Film verlieren auch selbst die Kontrolle über sein eigenes Leben. Diese ganzen Charaktere haben was ganz Extremes und Schmerzvolles in ihrem Leben erlebt. Und man kann sie verstehen. Das finde ich. Ich finde das wunderschön. Das Gesetz der Begierde. Mittwoch um 23.10 Uhr bei Arte. Montag bis Freitag. Mein Gott, wir können doch kommunizieren. Ich kann sprechen, also spreche ich. Das geht auf keine Tierhaut. Gar nicht so dumm, was uns die Tiere zu sagen hätten. Wenn sie unserer Sprache mächtig wären. Tierisch intelligent geht es in unserer Doku-Reihe zu. Montag bis Freitag um 16.50 Uhr bei Arte. Heute Abend. Von Norden nach Süden und wieder zurück. Über Städte und einsame Landschaften. In Winterkälte und voller Frühlingsgefühle. Wir folgen dem Zug der Vögel. Heute um 19 Uhr bei Arte. Arte, so habe ich das noch nie gesehen. Ihr Vormittag bei Arte. Im nordirischen Fernsehen ist schwarzer Humor gefragt. Um 10.35 Uhr in Zapping International. Gefragt ist auch der Roma Barnabas in der Slowakei. Als Sozialarbeiter und Finanzberater. Um 11.05 Uhr in Gesichter Europas. Und die Steiermark ist berühmt für ihr Kürbiskernöl. Wir kosten es um 11.30 Uhr. Arte. Ein Land in Erschütterung. Ein Land in Aufruhr. Ein Land im Umbruch. Ein Land vor den Wahlen. Pakistan. Zwischen Militär und Islamisten. Heute ab 20.40 Uhr in Thema. Samstag. Der Riese Goliath und sein Volk. Mobil, streitlustig, erfolgreich. Neue archäologische Funde beweisen seine Existenz. Wir begeben uns auf Spurensuche. Samstag um 20.45 Uhr bei Arte. Habe ich das noch nie gesehen. Ihr Mittagsmenü bei Arte. Mangas sind die große Leidenschaft der 12-jährigen Manon. Um 12.05 Uhr in Gesichter Europas. Mit immer neuen Lifestyle-Ideen versüßen uns Designer das Leben. Um 12.35 Uhr in Schick.
Und für viele Guadeloupe ist ihr Grena Moped ein Kultobjekt. Um 13.05 Uhr in Wunderwelten. Arte. Freitag? Max Jacob ist verhaftet worden. Max ist ein Engel. Er braucht uns nicht, um aus einem Gefängnis davon zu fliegen. Ich bin außerhalb der Welt. Ich hatte niemals einen Platz in dieser Welt. Ich bin ein Komiker, Herr Pfarrer. Ein tragischer Clown. Que maricón. Ich vertraue Gott und meinen Freunden. Weg! Jean-Claude Brialy ist Monsieur Max. Freitag um 20.40 Uhr bei Arte. Sonntag. Ein US-Cop als Gastarbeiter. Was wissen Sie denn von Marseille? Hauen Sie ab! Mag sein, dass er nichts von Marseille weiß. Aber mit Drogen kennt er sich aus. Und bald noch mehr, als ihm lieb ist. Gene Hackman in French Connection 2. Sonntag um 20.45 Uhr. Im Thema Marseille. Arte. Schlemmereien aus Südindien kredenzt um 14 Uhr Foodhunter Mark Brownstein in der Doku-Reihe. Raffiniertes aus der Film- und Videoküche von Patrick Sorin serviert uns um 14.25 Uhr das Magazin Künstler hautnah. Und um 14.55 Uhr schwebt ein 15-Jähriger ganz unerwartet im siebten Himmel. Im Spielfilm. Arte. Ein kleines Mädchen. Seine große Karriere. Und die Liebe seines Lebens. Mon Loulou. Arte erzählt die Geschichte von Lynn Renault. Mittwoch um 20.40 Uhr. Melodramatisch. Hochexplosiv. Und jenseits aller Konventionen. Pedro Almodóvar entzündet ein Feuer der Begierde. Mittwoch um 23.10 Uhr bei Arte. Arte, so habe ich das noch nie gesehen. Und gleich. Gut aussehend, elegant, stilvoll und geistreich. Das kann nur einer sein. Cary Grant, gleich im Dokumentarfilm. Arte. Boa noite, chaperé. Ferme tes jolis yeux.